Hi Leute, herzlich willkommen zu noch einem Adventskalender-Video. Wir können es einfach nicht lassen, das ist wie eine Sucht. Wir wollen euch alles zeigen, was es so zu kaufen gibt. Heute haben wir was ganz Besonderes. Wir hatten ja schon den Chio Chips Funny Frisch Brezel Adventskalender. Heute top unserer das hoffentlich, weil der war ja wohl mal die allergrößte Kack. Hoffen wir, dass auch was Besseres drin ist. Und zwar, der ist so schwer. Guckt mal, wie riesig der ist. Der Pringles Adventskalender. Der ist echt riesig. Guckt euch das mal an. Wie riesig der ist. Der passt gar nicht ins Bild. Und sauschwer. Auch der ist wieder mit Plastik umhüllt fürs Aroma. Man sieht dich nicht. Klingt, als wenn irgendwelches Glas drin kaputt wäre. Wir haben wie immer nicht vorher geguckt, was drin ist. Steht ja auch nicht drin drauf, oder? Doch. Kriegen wir hier gar nicht ins Bild. So riesig ist der. Auf jeden Fall hat der hier hinten auch noch so einen Aufsteller. Geil. Dumm. Kann man es mal hinten rausholen? Wenn man den Aufsteller aufmacht, fallen einem schon die Dosen entgegen. Oder rausholen und dann essen und dann wieder reintun. Das geht bestimmt. Ja, jo, geht das. Was ein Scheiß. Und da kann man den so auch aufmachen. Also so bleibt er zumindest mal stehen. Jetzt ist es voll dunkel. Ja, wir bauen jetzt mal hier die Kulisse gescheiter auf. So, wir haben das jetzt mal so umgebaut und haben den Kalender hier hinter uns gestellt. Und willst du eigentlich anfangen? Wir öffnen jetzt mal Türchen Nummer 1. Ach, das sind auch wieder so Doppeltüren. War ja klar, dass das so kleine Dosen sind. Das sind die ganz normalen, also original. Original. Leute, ich muss nochmal umbauen. So geht, seht ihr das jetzt besser? Originals. Nummer 2. Wo haben wir die? Da. Da ohne. Oh, das ist grün. Ich glaube, das ist meine Sour Lieblingssorte. Cream. Sour Cream and Onion. Die liebe ich. 3. Also echt, die Zahlen erkennt man nicht so gut. Ja, weil der Kalender auch noch so bunt ist. Und dann. Aber ich finde das Design von dem Kalender richtig cool. Das ist jetzt Sweet Paprika. Die habe ich noch nie gekauft. Ich wundere, ich hab das auch noch nicht gesehen. Süße Paprika. Wir lassen uns überraschen. 4. Hot and spicy. Das ist ja gar nichts für mich. So scharfes Zeug. Kennst du die? Also, keine Ahnung. Also ich kaufe, wenn ich Pringles kaufe, eigentlich meistens entweder die Original oder die Sour Cream.
Auf jeden Fall ist das Texas Barbecue Soße. Das ist ja widerlich. Vor allem, wie kann das passieren? Eigentlich kann das meines Erachtens nicht passieren. Aber die war jetzt an der Seite, wenn die vielleicht so auf die Seite gefallen ist. Ja, aber dann wäre ja der Kalender hier kaputt. Das stimmt. Also, das muss zu 1000% schon vorher passiert sein. Und das ist für mich ein No-Go. So, was erwartet uns jetzt? Nikolaus. Wir wachen morgens auf, es ist Nikolaus, vielleicht liegt Schnee draußen. Wir freuen uns, öffnen unseren Adventskalender. Und was wird uns erwarten? Hoffentlich nicht so bescheißen wie beim letzten, bei dem anderen. Auch kaputt. Auch kaputt. Da hinten auch. Das ist jetzt nicht in Ihr Ernst. Vor allem, das sind irgendwelche ausländischen. Hier steht alles auf Arabisch. Das sieht aus wie Chinesisch. Aber Cheesy Cheese. Cheesy Cheese, aber... Also so sieht es aus. Das muss irgendwas Ausländisches sein. Das ist ja auch ein anderes Logo. Also ja. Das sieht anders aus. Aber auch diese Dose ist offen. Und eingedellert. Und auch hier sieht man nichts, dass der Kalender kaputt ist. Auf jeden Fall muss das aus einem anderen Land kommen. Weil, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es steht in Arabisch drauf. Aber es, das geht nicht. Das ist jetzt schon die zweite. Das hört sich jetzt an, wie wenn da so kleine Rocken ja. sind. Das ist jetzt schon die zweite Dose, die kaputt ist. Das ist Frechheit. So. Jetzt die 7. Fängt ja schon gut an. Das sind also wieder bei, wie bei der 1, die... Original. Ja. Die jetzt sag nicht, da ist auch alles jetzt nochmal drin. Das wäre ja komplett scheiße. Irgendwas ein Scheiß. Wir sortieren die aber. Nummer 8. Mittendrin. Wahrscheinlich auch noch genau in der gleichen Reihenfolge. Aber die Dosen sind zumindest wenigstens mal heile. Das war doch auch als zweites drin. Oder? Ah ja. Dann mach mal die 9 auf. So. Oh nee, jetzt mal was anderes. Salt and... Das ist Salz und Essig. Also Essig und Salz. Die kenne ich auch nicht. Ich auch nicht, habe ich noch nie gesehen. Also das ist was Cooles, dass halt auch mal neue Sorten drin sind. So, die Nummer 10. Dafür ist jetzt das Orange drin. Und heile. Da. Hier. Nochmal original. Das ist ein Scheiß. Jetzt schon zum dritten Mal. Die sind bestimmt anscheinend noch billig. Mal. So, 12. Ich glaube, die sind da sogar nochmal drin. Jetzt wiederholt Mega sich geil. Wohl alles noch zum dritten Mal. Auch Sour Cream und Onion Nummer 3. Doch, das hatten die Texas Barbecue Soße. Hatten wir auch schon mal. It's the best in the West. Toodle-ay-ay-dee-doo if you love barbecue. Aber wenigstens heile. Ja, nicht so wieder. 14. Oh, das ist nochmal das Arabische hier.
aber zumindest auch heile. Naja, vielleicht haben sie von jedem mehrere Reihen, dass sie damit sagen können, dass wenigstens eins davon heile war. Aber es gibt ja auch, glaube ich, keine 24 Sorten, oder? Oh doch. Echt? Allein im Ausland. Ich meine, die haben ja jetzt auch tatsächlich was Ausländisches reingemacht. Selbst im Ausland. Ich meine, ich sehe das ja als in Luxemburg und so, wie viele Sorten es da gibt. Die hätten locker 24 verschiedene zusammengekriegt. 15. Nochmal die Hot Spicy. Aber auch heile. Also das ist echt ein Unding. Jetzt haben wir nur die blauen nicht nochmal. Also, sonst haben 16, wir wo alles waren wir zweimal. jetzt? Ja, 16 ist Ah, jetzt. da unten. Leute, die wollen mich doch echt verkackeiern. Das ist doch blöd, wenn man dann viermal dasselbe hat und dann das ist bestimmt noch mal drin. Viermal bisher original. Das geht hier so runter. So. Die 17, oder? Wenn ich das schon wieder sehe. Ja, noch mal die Sour Cream. Viermal Ja. Sour Cream. Ah, nee. Ja, wir auch schon. Das dritte Mal Sweet Paprika. Was war das denn? 19. Oh Gott, muss ich noch aufstehen? Das ist doch echt verarsche. Oh Junge. Und Nummer Die 3. Hot Spicy. Nummer Auch 3 zum von dritten Hot and Mal. Spicy. 20. Oh, jetzt ist von dem Salz und Essig zumindest mal das zweite drin. Von zwei Sachen haben wir schon vier und hier ist jetzt das zweite Und drin. von 2, 3. 3 und von 3, 2. Aber ich denke nicht, dass nochmal eine andere Sorte Nee, ich kommt. glaub's auch nicht. Okay, 21. Ich habe ja immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, immer noch nicht, auch nach so vielen Kalendern, Boah, es geht nicht dass weiter. in der 24 mal was Schöneres drin ist. Boah, das was. Nee, das ist doch nicht. Ich habe gerade gedacht, das wäre was Neues. Das sind wieder die Texas Barbecue-Soße zum dritten Mal jetzt. It's the best in the West. Toodle-ay-ay-dee-doo, if you love barbecue. Das ist richtig sad. Das ist jetzt nicht, dann wäre das ja zum Zum fünften fünften Mal. Sour Cream zum fünften Mal das Ich will jetzt gleiche. gar nicht wissen, was hier drin ist. Habe ich gar keinen Bock, das aufzumachen. Weißt du, von zwei Sorten haben wir erst zwei Packungen, von der einen Boah, jetzt geil. fünf. Mal wieder was bisschen anderes. Also die habe ich auch noch nie gesehen. Die Cheesy Cheese jetzt auch zum dritten Mal. Jetzt müsste theoretisch gesehen eigentlich in der 24 das hier sein, weil wir haben jetzt Ich alles glaube, du hast mehrmals, nur von dem hier haben wir nur nur zwei. zwei von Naja, jetzt ist Heiligabend, wir öffnen unser Türchen und freuen Ich will uns jetzt gar für so nicht, einen dass das schönen Buch macht. Tag. Machst du wieder auf? Aber es ist eine größere Also, Packung. jetzt mal ohne Witz. Ohne Witz. Au. Oh Gott.
Ohne Witz. Also ich fällt gleich wieder runter. Oh. Und von denen haben wir 5. Ich meine, das ist auch die leckerste Sorte. Ja, aber trotzdem. Aber warum? Und warum dann in der 24 einfach anstatt 40 Gramm sind halt mal 70 Gramm drin? Es hätte mal eine ganz neue Sorte sein müssen, die ist noch gar nicht drin. Genau. Es gibt Pizza, es gibt was weiß ich was für Geschmack, Gurke. Es gibt auch Bacon, haben wir das? Nee. Nee, Bacon auch. Ich habe jetzt mal Bock, das hier zu probieren. Aber komm, wir machen diese aufgerobbte Dose da auf. Ist eh kaputt. Was hast du denn? Bist du zu scharf? Ach. Riechen zumindest mal wie ein Käsefuß. Kaputt. Also, alle kaputt. Wow. Die schmecken aber richtig gut. Die schmecken auch nicht so fake. Manchmal gibt es ja wohl so richtig dieser Käse so richtig so. Nicht nach Käse schmeckt. Ja. Der schmeckt richtig nach Käse. Also jetzt mal kurz noch die Daten zum Kalender. Dieser Kalender hat 20 Euro gekostet. Aber auf Amazon hat er 40 gekostet. Ja, auf Amazon kostet er 40, weil sie wollte den eigentlich haben. Und dann haben wir gesagt, also für 40 Euro Chips-Kalender, no way. Besser, dass ich den nicht genommen habe. Ja. Aber bei dem anderen bin ich ja auch richtig enttäuscht, wenn ich... Und jetzt hat sie den sich ausgesucht, den wir letztes Mal ausgepackt haben. Den finde ich noch schlimmer wie den, wenn ich ehrlich bin. Ja, schon. Weil hier, das finde ich, ist wenigstens eigentlich eine ordentliche Portion. Und die gibt es ja auch tatsächlich so in dieser Größe auch zu kaufen. Ja, und bei dem anderen Kalender, das eine, was ich gegessen habe, war die Tüte so groß. Ja, da waren 5 Packungen drin, also 5 Dinger, mehr nicht. Auf jeden Fall sage ich, für 20 Euro hätte man mehr erwartet. Okay, aber es hätten vielleicht noch ein paar mehr Sorten drin sein können und nicht von einer Sorte oder eher gesagt von 2 Sorten 5 Packungen. Und zumindest bei der 24 was ja. Gescheites. Naja, da war zumindest halt mal eine bisschen größere drin. Dann ist man dann ja richtig enttäuscht an Weihnachten. Ja. So das letzte Türchen. Also, ihr habt ja jetzt schon einige Kalender bei uns gesehen. Ich glaube, besser wird's nicht mehr. Ist traurig, aber wahr. Die Kalender werden immer... immer teurer und immer beschissener. Ja. Naja, schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Haut mal raus, was ihr so für Adventskalender habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich mal irgendwann zu einem besseren. Haut rein.